Ich will da auch gar nicht rumheucheln. Es gibt mit Sicherheit Bereiche in unserem Geschäft, die besprochen werden müssen, die diskutiert werden müssen, wo Regelungen rein müssen. Und damit meine ich nicht nur den monetären Bereich, damit meine ich zum Beispiel auch Themen wie mit Kindern zusammenzuarbeiten. Also ich bekomme immer öfter mit, dass 12-, 13-Jährige mit Beratern bei den Vereinen vorstellig werden. Da sind im Übrigen auch die Vereine gefordert. Etwas, was wir hier bei uns absolut vermeiden und nicht zulassen. Und deswegen, ich bin bei Herrn Seifert, das müssen Gespräche geführt werden. Aber wissen Sie, ich bin seit 13 Jahren in diesem Geschäft und versuche wirklich eins mal mit oberster Priorität, dass man uns alle nicht immer in einen Sack wirft. Das ist nicht fair. Es ist wie bei Köchen, bei Ärzten, wie in vielen anderen Berufsgruppen auch. Es gibt gute und schlechte und so ist das in unserer Branche auch. Und deswegen, wir müssen zurück an den Tisch mit der DFL nach dieser Zeit. Ich glaube, wir haben momentan alle ganz andere Sorgen und ich bin mir auch sicher, dass es da Lösungen gibt. Und ich bin persönlich der Erste, der dabei ist, wenn man dafür sorgen kann, die Spreu vom Weizen zu trennen. Was mir so ein bisschen. Ich bringe es mal auf den Punkt, was mir stinkt, ist gerade in dem Beitrag da von einem Kollegen was zu hören. Also dieses Wasserpredigen und Weinsaufen. Also gerade der Berater von Alex Nübel, der da im Moment oder vor kurzem noch durch die Medien, naja, ihr wisst mit welchem Thema gegangen ist, dass der sich jetzt hinstellt und zum Pfarrer ernennt. Also da muss ich schon sagen, da wird mir anders. Herr Struth, würden Sie eine Gehaltsobergrenze für Spieler und damit ja auch für Berater mittragen, wenn das juristisch durchsetzbar wäre? Hallo, Herr Brüggelmann. Ja, genau, das ist der letzte Teil der Frage. Wenn es juristisch durchsetzbar wäre, ich weiß nicht, ob das nach EU-Recht möglich ist und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wettbewerbskonform ist. Sie brauchen ja ganz Europa dafür. Und Problem. in dem Moment, wenn Sie das in Deutschland machen und andere Länder da nicht mitziehen, also das ist eine kollektive Sache, wenn das am Ende der Tage lösbar ist, auch da. Ich würde jetzt nicht sagen, ich würde mich gegen sowas strikt wehren, aber ich halte sowas für schwierig. Und ich glaube, es wäre auch ein Stück weit Heuchelei zu sagen, ja, das ist umsetzbar. Das ist eben nicht so einfach umsetzbar. Ein Spieler, der jetzt momentan nicht versteht, sich hier solidarisch zu zeigen, der hat, glaube ich, nicht verstanden, in was für einem Paradies er sich befindet. Ich glaube, das tun gerade einige. Wir alle merken doch gerade, wie gut es uns eigentlich geht in diesem Geschäft. Und also wenn ein Spieler mit mir da diskutieren wollte, dass er jetzt auf 10 oder 20% Gehalt verzichten muss, ja, da muss ich ihn wirklich fragen, ob er einen Schuss nicht gehört hat. Weil wenn das ganze System zusammenbricht, dann muss er noch auf was ganz anderes verzichten. Zum Beispiel, wenn die Geisterspiele jetzt nicht stattfinden würden, dann würden wir über ganz andere Beteiligungen sprechen. Also da gibt es für mich überhaupt gar keine Diskussion. Und das ist auch nicht geheuchelt, sondern das ist ganz klar meine Meinung und im Übrigen auch die Meinung fast aller Spieler und ich glaube auch aller Agenturen. Ich habe auch nie nirgendwo eine Diskussion mitbekommen. Ich glaube an keine großen Transfers diesen Sommer. Ich glaube an viele Leihgeschäfte. Also alles vorausgesetzt, die Geisterspiele beginnen und werden zu Ende gespielt. Wenn das nicht stattfindet, ja, dann braucht man sich hier über gar nichts mehr zu unterhalten. Das ist mir auch eben so ein bisschen untergegangen, ja. Also ich habe eure Sendung von Beginn an verfolgt. Man muss sich wirklich mal die Frage stellen, was passiert, wenn wir die Geisterspiele nicht spielen? Wir reden hier über mehr als 50.000 Arbeitsplätze. Wir reden über eine Branche. Herr Schröder hat es eben ganz gut erklärt. Das ist, wie gesagt, dann reden wir über was ganz anderes. Sollten die Geisterspiele stattfinden, wird es in den nächsten 3, 4 Transferperioden einen sehr beruhigten Markt geben. Ich glaube, da wird nicht viel passieren, weil alle Vereine, alle Bestandteile dieses Systems jetzt mal so einmal durchgerüttelt werden und mit Sicherheit erstmal mit Vorsicht an das Ganze rangehen. Man spricht jetzt schon von zweiter, dritter Welle. Keiner weiß, was kommt. Im Übrigen auch das noch. Sollten die Geisterspiele nicht stattfinden, dann wird auch nicht irgendwann mal im September oder Oktober, wie das manche Schlaumeier da anführen, eine neue Saison beginnen. Dann werden wir keinen Fußball sehen, bevor es nicht einen Impfstoff gibt. Und das ist für mich das Ende des Profifußballs.